Das Ganze ist entstanden, weil ich gerne etwas machen wollte, um einfach auch in Kontakt zu treten mit anderen Filmfans in Bremen. Und darum heißt es auch Filmforum, weil es sollte ursprünglich mal so eine Geschichte werden, dass viele Leute auch Feedback geben und dass man sich untereinander austauscht über Filme. Das funktioniert im Internet nicht so gut, also habe ich dann erstmal entschieden, diesen Forumscharakter etwas wegzunehmen und einfach zu posten. Und zwar geht es um alles, was mit Bremen zu tun hat und mit Film. Am besten auch noch in der Verbindung Bremen und Film. Das sind dann so Veranstaltungshinweise für Geschichten, die hier irgendwo laufen, Filmfestivals. Da dann auch gerne mal Berichte darüber, wie ist es denn gelaufen, welche Filme kann man da empfehlen, welche auch eher weniger. Dann Sachen, wenn irgendetwas Filmisches in Bremen passiert, irgendwelche Filmdreharbeiten oder sowas, man hat die Chance mal dazu zu kommen, dass man auch darüber berichtet, aber natürlich auch Besprechungen von aktuellen Kinofilmen zum Beispiel oder aktuellen DVD-Veröffentlichungen, was jetzt so rauskommt. Die Motivation war einerseits, dass ich mich schon von Kindesbeinen an sehr für Film interessiere, aber auch von Kindesbeinen mit diesem Hobby relativ alleine stand. Und da bietet das Internet natürlich die Möglichkeit, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, die sich für ähnliche Themen interessieren und sich da auch auszutauschen. Und das war so die Motivation dahinter, zu sagen, ich mache mal hier was für Bremen. Gab es nicht, ich habe sowas im Internet gesucht. Und wenn man etwas nicht findet, sollte man nicht drüber die ganze Zeit nachdenken, ach Mensch, sowas Blödes, dass es sowas nicht gibt, sondern sollte man sowas dann auch selbst ins Leben rufen. Für mich ist wichtig, wenn man in dieses Kino geht, dass man auch das Gefühl hat, ich gehe jetzt einen Film mir anschauen. Also wirklich, ich gehe rein, ich lasse mich darauf ein, jetzt möchte ich einen Film sehen. Und da gehört für mich auch diese gewisse Atmosphäre, die schon von Kindesbein auf, vielleicht ist es auch eine Generationssache, aber von Kindesbein auf kenne ich dieses, man geht ins Kino, man setzt sich erstmal hin. So, dann alle sind am Reden, aber man spürt schon so diese gespannte Erwartung, oh, gleich passiert irgendwas. Dann geht langsam das Licht aus, alles wird ruhig, die Leinwand geht auf und dann kommt der Film und man ist wirklich da, um diesen Film zu sehen. Man macht das nicht so nebenbei, so ein Vorbeigehen, so, ach, ich habe heute nichts Besseres vor, lass mal ins Kino gehen, da läuft irgendwas. Sondern, ja, ich habe mir diesen Film ausgesucht, ich bin jetzt gespannt, was erwartet mich, freue mich auch schon. Und ich erlebe das halt auch mit vielen Leuten zusammen. Und das ist vielleicht auch etwas, was mich an diesen Multiplexen stört, dass ich nicht glaube, dass der Großteil des Publikums dort dieses Gefühl einfach mitbringt. Die großen Kinos sind alle kaputt gegangen. Das war in den 80er Jahren, Ende der 80er, Anfang 90er. Als gesagt wurde, die großen Säle, das war dann in den 80ern, werden erstmal klein gemacht. Es gab zum Beispiel das UT hier auch am Bahnhof. Es waren früher große Kinos und da wurden Schachtelkinos draus gemacht. Sowieso die ganzen UFA-Kinos wurden so klein gemacht, dass wie heute zum Beispiel ein großer Flachbildfernseher, das war dann die Leinwand. Da ging natürlich Atmosphäre verloren. Und als dann die großen Multiplexe aufgemacht haben, sind die Leute halt dahin geströmt, wo sie dann diese großen Leinwände hatten. Heutzutage, wie gesagt, verdient man eigentlich über das, was nebenher läuft. Und wenn ich das Europa sehe, wenn das zum Hälfte nur ausverkauft war, nachher immer weniger, weil die Leute halt in die großen Kinos gegangen sind, dann ist es halt kaputt gegangen. Aber das ist nicht nur in Bremen so, das ist in Hannover sind alle kaputt gegangen, als das erste Cinemax aufgemacht hat. In Hamburg ist auch viel weg, aber da gibt es noch so eine Subkultur. Kinoatmosphäre ist für mich nicht diese Massenabfertigung, wie wir sie in den großen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber zum Beispiel im Hauptbahnhof finden, in den großen Multiplexen, wo das wirklich eine, meines Erachtens, Abfertigung ist, wo auch die Leute. Gut, die Einnahmen dort, muss man auch sagen, werden durch Popcorn und Nachos und Getränke generiert.
Das merkt man zum Teil. Es ist also, es muss eine gewisse Liebe und Atmosphäre da sein. Das ist jetzt beim City 46 der Fall. Das ist genauso im kleinen Cinema im Ostertor der Fall, in der Schauburg. Das ist einfach auch ein anderes Publikum, sicherlich, aber auch von der ganzen Atmosphäre. Es gibt zum Beispiel, wenn man in die Schauburg geht, da gibt es den gastronomischen Bereich, genau wie in der Gondel oder Atlantis oder, wo man vorher zusammen quasi darauf wartet, ach, jetzt geht's gleich los und danach auch noch die Möglichkeit hat, so ein bisschen zu reflektieren in einer angenehmen, gemütlichen Atmosphäre. Wenn man hier reinkommt, in dieses Kino, dann ist erstmal ein langer, eher dunkler Saal. Es sind Lichter an der Wand, es ist also individuell alles eingerichtet. Genau, ich war jetzt gestern zufällig im Cinema Ostertor, klein, plüschig, mit auch viel Lichtspielerei, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man auch dieses Gefühl hat von, ich bin in einem Kino, ich bin an einem ganz speziellen Ort, ich bin an einem Ort, der auch Geschichte hat, wo quasi die Geister früherer Filme noch herumschwirren, wo Generationen schon hingegangen sind. Gut, das ist bei den Multiplexen jetzt nicht. Dann natürlich wird sich jetzt auch alles ändern, die Qualität der Filme, also in dem Multiplex ist es halt laut, das ist erstmal wichtig, aber dann Projektionen sind eher, muss man nicht unbedingt so achtsam drauf sein, also man hat nicht das Gefühl, dass da ein Mensch noch steht und dann das Bild einrichtet. Naja, und dieses ganze Graue und die Leute, die dann doch das eher als, wie soll man sagen, als Event will ich es gar nicht bezeichnen, sondern wo so ein bisschen der Respekt vor dem Ort Kino fehlt. Also man kann es vergleichen, ich denke mal, zum Beispiel mit einem Fußballspiel. Gucke ich ein Fußballspiel im Fernsehen? Ja, ich habe einen super Blick. Ich sehe alles ganz genau, Kamera geht dran, ich habe Zeitlupen und. Ist ja eigentlich dem Erlebnis im Stadion absolut vorzuziehen, weil es ist technisch perfekt. Genauso ist es ja beim Film. Ich kann sagen, okay, ich spule vor, weil mir langweilig ist. Ich kann sagen, ach Mensch, ich habe jetzt keine Zeit, ich mache jetzt aus, ich gucke morgen weiter. Kann ein Vorteil sein oder ein Nachteil. Hier ist es mehr wie im Stadion, ich gehe hin, ich will das sehen und dann muss ich das auch sehen. Ich habe nichts, was mich ablenkt, also ich kann nicht mal eben nebenbei noch eine Zeitung lesen, Telefonat führen oder. Ich bin da, ich habe diesen Film vor mir und ich muss in diesem Film jetzt aber auch drin sein. Zum Beispiel auch im Bereich des Experimentalfilms, wo man sagt, oh Mann, das war jetzt aber ein Erlebnis, weil ich kann nicht raus. Ich bin da und ich muss mir das jetzt angucken. Oder ich will mir das jetzt angucken, was da passiert. Ich muss mich darauf einlassen. Zu Hause hätte ich wahrscheinlich nach 2 Minuten ausgeschaltet, weil da passiert ja nichts. Oder ich wäre abgelenkt gewesen. Also das ist auch noch etwas, was Kino leistet. Was ich absolut liebe, ist alte 35mm Kopien von Filmen aus den 70er Jahren, wo man das Leben dieser Filme dann auch noch sieht, durch die ganzen Gebrauchsspuren. Und hier schwankt mal die Farbe und hier gibt es Kratzer und. Aber man sieht, ja, der Film, der wurde schon oft gezeigt, schon viele Leute haben den gesehen. Und es ist einfach was ganz anderes. Ich finde, ein 35mm Film ist Leben, also ist wirklich Leben drin. Und ich weiß, es gibt viele, die wirklich in der Bundesrepublik auch kilometerweit fahren, wenn irgendwo ein alter Film als 35mm Kopie gezeigt wird. Gut, das wird jetzt das immer mehr von. Das mache ich auch. Also gerade Sonntag wieder. Dann fahre ich dann nach Hamburg, um ihren alten Dario Argento anzusehen.